Viele Leute blamieren sich am Boxsack und deshalb solltest du diese zwei Fehler definitiv nicht machen. Einmal, trainiere immer mit Boxhandschuhen oder mit so MMA-Handschuhen, Boxsack-Handschuhen, damit du dir nicht unnötig diese Schürfwunden holst, denn die brennen ordentlich und dauern sehr lange in der Heilung. Der nächste Kardinalsdelikt. Hier, das, wenn ihr hier am Boxsack arbeitet und es wie so eine Schaukel bedient, schaut mal, obwohl ich leicht schlage, bewegt sich der Boxsack immer weiter weg von mir und es wird hier wie so eine Schaukel und das ist absolut amateurhaft. Merkt euch, wir schlagen immer zu, wenn der Boxsack auf mich zukommt. Und so kann ich auch harte Schläge, ich kann hart arbeiten, aber ich bin immer nur am Schlagen, wenn das Ding auf mich zukommt. Ja, Boxsacktraining ist ein wichtiges Element für Kraft, Kondition und nicht zu vergessen Technik.